So, Herrschaften, jetzt sind wir am Kettle Valley Trail. Das hat uns ungefähr 1,5 Stunden Suche gekostet und dann haben wir es gefunden. Einfach war es nicht. Jetzt geht's los. Der Kettle Valley Trail ist ein Wunder. Mitten durch die Wildnis der kanadischen Berge hat man vor mehr als 100 Jahren eine Eisenbahntrasse gelegt, deren Bau niemand für möglich gehalten hat. Die Othello Tunnels, der Chefingenieur war Shakespeare-Fan, gelten als Meisterwerk der Ingenieurskunst. Schnurgerade führen 5 Tunnels durch den verwinkelten Coquihalla Canyon. Echte Rambo-Fans erkennen diesen Fluss auf den ersten Blick. Hier wurde im Jahre 1982 der erste Teil gedreht. So schön der erste Abschnitt des Kettle Valley Trails auch war, aber jetzt wird er mit jedem Kilometer schwieriger. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Die Landschaft bleibt nach wie vor traumhaft, aber der Untergrund wird zum Hindernisparcours. Ohne Gepäck und mit Mountainbikes alles kein Problem. Das Rad allein wäre leicht über Hindernisse zu tragen und die dicken Reifen eines Mountainbikes kämen auch bestens mit der steinigen Piste zurecht. Weil wir aber nun mal mit Tourenrädern samt Gepäck unterwegs sind, wird Fahren immer mehr zu schieben. Selbst das ist immer noch ein Erlebnis in dieser Landschaft, aber ich will nicht bis Key West schieben, sondern radeln. Wenn das so weitergeht, werden wir den Kettle Valley Trail leider abbrechen müssen. Aber nicht, ohne zuvor noch über die Gerüstbrücken des Myra Canyons zu radeln. Nach den Othello Tunnels das zweite Prunkstück des Kettle Valley Trails. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt erleben wir eine kurze, aber unglaubliche Reise auf einem verrückten Radweg. Der Verstand mag einfach nicht glauben, was sich dem Auge erschließt. Auf einem Schwebebalken aus Holz fahren wir über Schluchten, durch Tunnels, an Felsen vorbei und über Bergbäche hinweg. Im Jahr 2003 fielen 12 der Holzbrücken einem Waldbrand zum Opfer. Seit 2009 sind sie alle wieder restauriert.